Hallöchen Freunde da draußen, mein Name ist Seth und ja, ich habe jetzt nun ein Jahr lang sehnsüchtig auf dieses Game gewartet und nachdem ich den Entwicklern in den letzten Tagen einfach so penetrant auf die Eier gegangen sein muss, wie ein kleiner Sandkastenbengel, der anderen die Förmchen klauen will. Hallo, ihr macht ein cooles Spiel, ich bin voll aufgeregt, habt ihr vielleicht einen Key für mich? Hallo, ich bin immer noch voll aufgeregt. Habt ihr vielleicht jetzt einen Key für mich? Hat es dann gestern endlich mal geklappt und damit wünsche ich euch viel Spaß bei unserem neuen kleinen Indie-Horror-Projekt. Wir spielen Joel Dent, ehemaliger Marinekorps der US Special Forces, Vater zweier Kinder, seit kurzem geschieden und nach 12 Jahren Dienst wegen eines schweren Kopftraumas suspendiert. Nach 18 Monaten Koma meinten die Ärzte, er würde wahrscheinlich nie wieder aufwachen. Seine alten Kameraden Mike und Philly besuchten ihn fast jeden Tag und sahen ihn sich wieder körperlich regenerieren, auch wenn er manchmal noch an plötzlichen Orientierungsverlusten und Blackouts leidet. Joel muss sich ein neues Leben aufbauen, in einer neuen Stadt, ohne seine Kinder und seine Frau, die ihn verlassen hat, als er im Koma war. Seine Freunde hat er nun schon 6 Monate nicht gesehen. So verabreden sie sich an einem Wochenende zu einem Campingausflug irgendwo in einem Wald in Wisconsin, zum Fischen und um einfach mal wieder über die alten Zeiten zu reden. Wenn die Familie zerbricht, wird das Band zwischen Freunden stärker. Benutze das Licht, um dich leiten zu lassen. Entfernt von seinem Wohlbefinden hat jeder Mann seinen Bruchpunkt. Glaube nur die Hälfte von dem, was du siehst, und nichts von dem, was du hörst. Wie unheimlich würde es sein, wenn die Stimmen in deinem Kopf aufhören würden zu funktionieren. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu Left Alone. Und es ist schön hier, es ist so schön, dass ich eigentlich vor Freude quieken möchte. Und quieken werde ich wahrscheinlich in dem Spiel noch des Öfteren, wohl aber nicht vor Freude. Und wir haben eine SMS erhalten. Hallo Joel, ich kann es gar nicht abwarten, dich morgen zu sehen. Es ist so lange her. Hey ja, Mann, es wird nice, mal wegzukommen. Ich brauche eine Pause mit euch Jungs. Wir sind fischen gegangen und werden bald zurück sein. Folge einfach dem Weg zum Camp und sammle vielleicht unterwegs ein paar Stöcke und Steine auf, um unser Lagerfeuer zu errichten. 10 von jedem sollten genügen. Interessant, dass du das so genau weißt. Wir sehen uns. Und ebenfalls interessant ist es, dass meine Freunde, nachdem ich sie 6 Monate nicht gesehen habe, alleine fischen gegangen sind. Jungs, ich wollte doch mit euch die eine oder andere Scholle wegledern, aber das ist uns heute scheinbar nicht vergönnt. Und so gehen wir des Wegs. Die Boys haben vermutlich schon ihre Zelte aufgeschlagen und wir haben uns ein ordentliches Sixpack unter den Arm geklemmt und in der Hosentasche eine Packung Taschentücher für den wahrscheinlichen Fall eventuell tränenreicher Männergespräche an diesem Abend und vielleicht wird es Zeit, einen kleinen Sprint einzulegen, bevor wir uns in die Gemütlichkeit gesellen können. Und uns die... Ein Häschen! Und uns die Frage zu stellen, warum die hier eigentlich an diesem schönen Ort so traurige Musik aufgelegt haben. Freunde, was ist denn los mit euch? Ihr scheint es irgendwie merkwürdig zu riechen. Die Vögel entweichen und hier scheint unser Campingplatz zu sein. Errichte ich auch sehr, sehr gerne, mitten auf dem Weg. Ist sehr interessant, mit den ganzen Leuten zu sprechen, die hier in Scharen vorbeikommen werden. Also gut, Freunde, so beginnen wir das Sammeln. Left Alone ist endlich raus, hielt die Spannung nicht mehr aus. Jetzt muss ich erstmal sammeln gehen, denk ihr werdet das verstehen. Bevor es hier richtig dunkel wird, wer Feuer machen, doch der Hit. Stock und Stein sind fürs Feuerchen fein. Nun müssen wir noch eine Möglichkeit finden, das eventuell anzuzünden und... Da ergibt sich auch schon eine Möglichkeit. Hallo. Sehr, sehr schön. Nun sollten die Jungs vielleicht doch zurück sein. Wir könnten uns hier hinsetzen und den Fisch essen, den wir leider nicht angeln konnten, während uns wieder eine SMS behelligt. Ah, wir sind fischen gegangen. Ja, das sagtest du bereits. Wir werden bald zurück sein. Ach so, habe ich schon gelesen. Alles klar. Sollte ich vielleicht ins Archiv versetzen. Stelle sicher, dass du deine Zeit aufschlägst und einen Schluck Wasser trinkst, wenn du dich durstig fühlst nach dieser langen Anreise von ungefähr 30 Sekunden, möchte ich hinzufügen. Es wird nicht mehr lange dauern. Okay, Jungs, dann verlasse ich mich mal auf eure hege Gastfreundschaft und warte. Oder vielleicht erstmal mein Zelt aufschlage, was ungewöhnlich schnell ging. Ich wünschte, das wäre in der Realität genauso. Haben wir hier denn einen Schluck Wasser zu trinken? Oh ja. Seriously? Bist du wirklich der Überzeugung, dass das eine gute Idee ist? Ach komm, kipp rein die Limo. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Joel, das hättest du wissen müssen. Und da meldet sich das Hirntrauma wieder. Oh, da war irgendwas.
Habt ihr das gesehen? Oh, da ist ein Schatten! 2 hours later. Ich bin schwer dafür, dass sie hier SpongeBob Timecards einführen. Macht die ganze Sache wesentlich unterhaltsamer. Und wetten, wenn wir aufwachen, ist es dunkel. Okay, die Zelte stehen, das Feuer brennt noch. Hallo? Und es beginnt unheimlich zu sein. Oh, wieder eine SMS. Hilfe! Joel, wir sind an diese verlassene Schule geraten und konnten nicht widerstehen, einen Blick reinzuwerfen. Ja, selbst schuld, würde ich sagen. Die Tore waren offen und jetzt sind wir eingeschlossen und die Lichter sind aus. Komm, hol uns hier raus, Mann. Na toll. Das haben wir aber nicht so vereinbart. Joel, hilf uns, Mann. Was machst du? Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Fuck, ich glaube das momentan auch nicht. Von wem ist diese Taschenlampe, Leute? Mysteriöse Umstände haben sich ergeben. Okay, ich kann das Ding immer noch benutzen. Die Taschenlampe wird mein einziger Freund sein. Oh, press E to search. Batterien gefunden. Sehr, sehr gut, Leute. Nun gut, ich schätze mal, wir müssen uns hart auf die Socken machen. Das Feuer lassen wir brennen, denn Waldbrand ist in diesen Tagen keine Gefahr. Wir wissen es besser. Wir sind bei den Special Forces. Und da speichert auch schon das Spiel. Und der Pfad führt uns in die dunkelste Schwärze, die wir je gesehen haben. Verfolgt von Schatten. Nur mit unserem kleinen Pseudo-Laserschwert hier in der Hand. Mal sehen, wohin uns der Weg führt. What the fuck steht da für ein Bus? Okay, wir haben hier eine Karte. Oh, wir müssen scheinbar eine Karte einsetzen. Mount High Forest. Okay. Ich schätze mal, wir haben unsere erste Aufgabe gesichtet, Leute. Ein verlassener Bus. Kann mir mal jemand verraten, warum hier der Motor oder das Licht an ist? Was soll das? Ihr spielt doch versteckte Kamera mit mir, oder? Okay, gehen wir erstmal nach links. Gehen wir erstmal nach links und schauen, was es hier so gibt. Ich dachte, hier stehen gerade wieder Zelte rum. Hab mich schon gewundert. Ich dachte, auch andere Leute wären auf die grandiose Idee gekommen. Aber, ja, die haben seit letzter Woche hier gezeltet. Die sind auch immer noch in der Schule. Die anderen haben die inzwischen zeitlich getroffen. Die essen jetzt meine Schollen weg. Wagt es nicht! Wagt es nicht, meine Schollen wegzuessen, bevor ich da bin. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich gehe erstmal hier. Alter, ich habe mich erschrocken. Joel, Junge, du bist aber auch nicht ganz fit. What the fuck? Halt bitte den Mund. Das sind aber unheimliche Katzen. Was zur Hölle ist das? Ein Umspannwerk. Sperrangel weit offen. Leute, denkt doch mal an die Sicherheit. Muss man denn hier alles selber machen? Oh, ein kleines Häuschen, da können wir vielleicht reingehen. Ach, use Keypad, okay, da können wir vielleicht später reingehen, ihr merkt das schon. Haben wir hier noch irgendwo tatsächlich noch Batterien. Ich stecke die auch immer in den Werkzeugkasten. Hahaha, mache ich jeden Tag. Alles klar, Freunde. Dann ist dies noch nicht der Weg, den wir gehen müssen. Aber hier ging es doch, glaube ich, noch weiter. An diesem gespaltenen Pfad. Der Weg führt uns zu einer Brücke. Ist es dein Ernst? Ist es dein fucking Ernst, dass du versucht hast, über diese Brücke zu fahren mit dem Bus? Ich meine, die Brücke sieht äußerst stabil aus, ne? Diese dünnen Holzbrettchen. Ist das dein Ernst, Alter? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr das vielleicht in eure Aufmalenprüfung für Schulbusfahrer mit einbeziehen. Aber es ist nur meine Meinung, kann man sicherlich bestreiten. Okay, dieser Weg bleibt uns versperrt, Leute. Wir müssen einen anderen finden. Hi. Wohnt hier der Schatten? Hallo? Oh mein Gott. Oh fuck. Ich möchte unbedingt wissen, was in dieser Kühltruhe drin ist. Leck mich am Arsch, Alter. Okay. Oh, die Tür ist verschlossen. Gott sei Dank ist die Tür verschlossen, Alter. Vielleicht wäre es an der Zeit, die Axt mitzunehmen. Joel, was sagst denn du? Nein, lass dich stecken. Du kannst dich bestimmt auf ganz andere Weise wehren. Hallo? Oh. Ein Brett haben wir mitgenommen. Brad Pitt. Ja gut, war jetzt nicht so geil. Aber, oh, hi. Was habt ihr auf der Matratze gemacht, sagt mal. Okay, noch vielleicht. Können wir hier rein? Nein, können wir auch nicht. Irgendwelche Bretter, die wir mitnehmen sollten? Ja. Doch was nützen diese? Können wir hier eigentlich weiter? Ich finde das geil gemacht mit dem Nebel, muss ich sagen. Ziemlich atmosphärisch. Oh, wir haben noch eine Brücke. Vielleicht ein kleiner Überweg. Ah, natürlich ist die kaputt. Habt ihr ja auch versucht, mit dem Bus drüber zu fahren? Würde mich ja nicht wundern. Das scheint hier Sitte zu sein. Gang und gäbe gar, Freunde. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Es fängt ein wenig an, immer unheimlicher zu werden.
Hallo? Oh fuck. Bleib ja da stehen, Mann. Ich spare gerade noch meine Taschenlampe, denn ich weiß nicht, was mich heimsucht. Das ist... Holy fuck! Alter, mir läuft's gerade ein bisschen den Rücken runter, ey. Was ist das hier? Sagt mal. Stromkasten? Needs Power. Ja, Power sollten wir haben. Immerhin sind wir bei den Special Forces, Mann. Oh. Attention, Wisconsin Sheriff Department. Official Closer, bla bla bla, die haben die Schule geschlossen. Mm-hmm. Toxic Waste. Okay, irgendein Gift ist hier drinne. Deswegen ist sie wahrscheinlich geschlossen. Okay, und wir sollen sie nicht betreten, zu unserer eigenen Sicherheit. Danke für diesen Hinweis. Das ist eine motherfucking Schule. Wollt ihr mich rollen? Da ist Stacheldraht rumrum. Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Was ist das für eine Schule? Für Geisteskranke oder was? Okay, was haben wir hier? Oh, needs power. Okay. Wir haben scheinbar doch noch keine Power. Ah, hier ist die Brücke mit dem Bus. Was gibt es hier? Wir können uns von der anderen Seite nähern. Irgendwelche Batterien? Nein, das Stückchen der Karte. Okay, Freunde, wir haben den anderen Teil der Karte erfolgreich gefunden. Also würde ich sagen, es ist jetzt an der Zeit für ein bisschen Editing-Magic und wir befinden uns wieder an besagtem Punkt, wo wir die Karte einsetzen können. Vielen Dank. So, wir sind hier. Danke für diese Information. Was haben wir denn hier? Mount High Forest. What the... Ich hoffe, das lockt keine Wölfe an. Sonst wird das ja ein wenig ungemütlich, Freunde. Powerplant Keycode auf so einer öffentlichen Karte platziert. Das halte ich wirklich für eine richtig gute Idee. 9724, alles klar, Leute. Dann bemühen wir uns mal, diesen Code dort einzugeben. 97... Ich habe schon fast wieder vergessen. Das wäre wirklich dezent peinlich. Okay, let me in. Dankeschön. Mann, das sieht interessant aus. Dürfte ich da bitte nochmal einen Kurs vorher belegen? Oh, hier fehlt was. Hier fehlen die Schalter. Aber was nützt uns das denn jetzt? Oh, Schlüssel! Für die verschlossene Tür im Haus, bei der ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich diese jemals betreten sollte oder auch werde. Aber vermutlich führt kein Weg dran vorbei. So stehen wir also vor dem Haus und befüllen unsere Windel erneut. Wow, hi. Okay. Was? Was ist das für eine... Was ist das für eine kranke Scheiße? Mach die Tür zu, Mann. Alter. Alter. Du wunderst dich nicht. Vielleicht können wir jetzt mal die Axt mitnehmen. Boah, Alter, ich will nicht wissen, was da drin ist. Ah, das kenne ich aus dem Trailer. Mount High Suspected Killer. Der Mount High Killer ist auf freiem Fuß. Der Mount High Schulleiter ist aus dem Sheriff Department entkommen. Er ist der Hauptverdächtige in der Ermordung von 6 Kindern. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Schule geschlossen. Er wird als sehr, sehr ruhiges Individuum beschrieben. Und ich bin in seiner Kabine, oder? Oh fuck, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Haben wir hier irgendwas? Die Schalter, die verdammten Schalter, okay. Es hat doch einen Sinn, hier zu sein. Zwischen diesen ganzen sehr gruseligen Bildern und... Alter, ich will überhaupt nicht wissen, was hier passiert ist. Was ist das zur Hölle? Was habt ihr hier für... Ah! Was habt ihr hier für Schweinereien gemacht? Alter, beobachtet mich einer? Hör auf. Okay, Leute, es geht so langsam los. Es wird langsam unheimlich. Wir haben 2 Schalter zu suchen und da ist der zweite. Und eine Notiz ist für uns auch noch vergönnt. Die Dinge sind ziemlich langsam mit der Story auf der Arbeit und ich glaube nicht, dass ich noch lange Zeit haben werde. Mr. Thompson war ein ziemlicher Arsch und als Mike die Story von der Jenkins Farm geklaut hat. Warum eigentlich Mike? Ich dachte, das wäre unser Kumpel. Was hat der damit zu tun? Es geht hier offenbar um irgendwie eine Journalistengeschichte. Ich brauche diese Story von dem Mount High Schulmorden. Ich glaube, das wird ein epischer Artikel und das würde mich sicher auf die Frontseite bringen. Das glaube ich mit jedem YouTube-Video auch, aber das klappt leider semi-gut, wie man bemerkt. Die Schule ist geschlossen aufgrund von toxischen Sachen, die dort austreten. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe es geschafft, eine Gasmaske zu erhalten von Peter, der vom medizinischen Chor, der mir noch irgendwie einen Gefallen schuldet. Ich glaube, ich werde in fucking Schwierigkeiten kommen, wenn das rauskommt, wenn ich da reingehe. Aber ich lasse die Story einfach so aussehen, als würde ich ein anonymes Interview mit einem alten Schüler dort führen. Sehr, sehr intelligent, mein junger Freund. Aber ich glaube, du kommst da nicht lebend wieder raus. Warum leuchtet dieser Ofen? Ist da eine Lampe drin oder was? Das ist ein unheimlich normaler Ofen.
Nun gut, Leute, die Schalter. Es läuft wie geschmiert. Es läuft zu einfach und ich will immer die Türen hinter mir zumachen, aber es geht nicht. Ich fühle mich auf sonderbare Weise irgendwie beobachtet und das gefällt mir nicht. Okay, zack, so. Läuft die Bude wieder? Nein. Nicht durch unsere handwerklichen Tätigkeiten. Okay, steht hier irgendwas? Pull the levelers. Ah, ich muss sie in der korrekten Reihenfolge betätigen. Nun gut. Woher weiß ich denn, was die Reihenfolge ist? Soll ich das ausprobieren? Ja. War das richtig? Ah, okay, du wirst grün. Nun gut, so. Okay, das war falsch. Vielleicht das? Vielleicht das? Ah, verdammte Axt! Okay. Zack. Das, nee. Ja, 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 ja. Okay. Und du? Ach, ich muss da noch einen Knopf drücken. Was geht, Alter? Mach doch mal nicht so laut. Vielleicht spielt die Musik, oder? DJ! Okay, das war dezent übertrieben. Na gut, Freunde, die Bude läuft und wir können uns auf direkten Weg zur Schule begeben. So, lasst uns mal voranschreiten. Ich habe nämlich die Nase voll von diesem Wald. Ich will lieber in eine dunkle Schule, wo ein verrückter Serienmörder sein Unwesen treibt und mich aufessen will oder so eine Scheiße. Aber das lassen wir nicht mit mir machen. Nein, ich habe zwar keine Axt, weil ich schlauer bin, aber mit der Idee und den Erfahrungen, die wir in dieser Kabine gesammelt haben, über leuchtende Ofen, aufsammelbare Schalter und dergleichen, wird es uns leichter fallen, diesem Schrecken hier zu begegnen. So betreten wir also noch ein letztes Mal diese Brücke auf dem Weg zu dem fucking sagbaren was? Hallo? Hör auf damit! Hör auf damit, okay. Okay, du hast dein Trauma noch nicht ganz verarbeitet, mein Freund, aber ich glaube, das weißt du selber. Sind wir jetzt überhaupt an der richtigen Seite rausgegangen? Ich war gerade etwas verwirrt, hab da hoffentlich gemerkt. Wir sind gleich an der Schule, Leute. Wo wir den Strom erstmal scheinbar wieder einschalten müssen, oder? Wenn ich mir der Reihenfolge richtig bewusst bin. Da gebt ihr bloß keine Mühe, leise zu sein. Ist ja nicht so, dass die Bedrohung hier irgendwie so ein bisschen offensichtlich ist. Okay, und jetzt der Schalter, oder was? Was zur Hölle ist das für eine Schule, ey? Übelst abgeriegelt mit Stacheldraht. Da haben sie den Stacheldraht da nachträglich raufgesetzt oder so. Wahrscheinlich schon. So macht das Sinn. Okay, hier können wir noch rein. Und finden eine weitere Zettelei. Komisch, dass die Power an zu sein scheint. Ach, bei euch war sie das. Das ist aber ein bisschen unfair. Wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich habe den Button gefunden, um den Haupteingang zu öffnen. Und dieser Ort ist irgendwie merkwürdig. Ach, wirklich? Ich finde das unheimlich normal, was hier abgeht. Schwer sich auszumalen, dass das eine voll funktionierende Schule war. Die Frage ist, welche Schule, Mann? Der Haupteingang war blockiert, aber ich habe einen Packen Schlüssel gefunden und, ich habe die Seitentür geöffnet. Das wirkt alles ein bisschen einfach. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist vielleicht nur psychologisch, aber ich könnte schwören, irgendwas verfolgt mich. Vielleicht der Schulleiter. Ha! Haben wir alle gelacht, ne? Vielleicht hätte ich Jax doch mitnehmen sollen. Oh mein Gott, okay. Warum bist du an? Warum sind hier alle Schulbusse an? Ja, du nicht. Du bist mir sympathisch. Du bist irgendwie komisch drauf mit deinem merkwürdigen Stoppschild da an der Seite. Okay, Leute, ich... What the fuck? Das ist doch keine Schule, Alter. Das ist ein Asylum oder sowas. Ich gehe doch da nicht rein und wette, ich komme sowieso nicht durch den Haupteingang. Ach, hätte ich mir fast denken können. Okay, wir müssen einen Seiteneingang suchen. Vielleicht diese Richtung? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, ihr erwartet jetzt sowieso, dass ich es mache. Hier an dem. 1, 2, 3, 4, 5. Halt dein Maul. Okay, war ein schöner Spaß. Spielplätze sind auch immer sehr, sehr gruselig. Warum habt ihr 3 Basketballe, Alter? Ihr verwöhnten Bengel. Ich wäre schon mit einem zufrieden. Okay, Leute, wir können die Schule betreten. Und so allmählich wird das auch sehr unheimlich. Nun gut, Leute, und dann würde ich sagen, was in dieser Schule abgeht, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es jetzt. Ich glaube, das Spiel hat mega Potenzial, noch richtig, richtig gut zu werden. Lasst mir gerne ein Gefällt mir da, dann sehe ich, ob ihr das weitersehen wollt. Und dann freue ich mich auf euch in der nächsten Runde. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.